Und wir sind jetzt bei der Firma Feuer. Where? Was macht die Firma? Wir produzieren Taschen, Portemonnaies, Handyhüllen und alles aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch. Wie kommt man auf diese verrückte Idee? Eigentlich ist es ganz einfach, weil wir wollten gerne Müll reduzieren. Feuerwehrschläuche haben eine gewisse Lebensdauer, also einmal jetzt aus dem Gebrauch her gehen sie relativ oft kaputt, weil sie höher Druck ausgesetzt sind, viel Dreck auf dem Boden liegt, wenn wir im Einsatz sind. Und auf der anderen Seite haben sie auch eine gewisse Lebensdauer, also dürfen nur bestimmte Zeit eingesetzt werden. Aber es ist quasi was, in Deutschland würde man sagen, es geht in die schwarze Tonne, das heißt es geht auf die Deponie, man kann es nicht wirklich verbrennen und es würde dann quasi Ewigkeiten nicht verrotten, weil es halt ein Material ist, was sehr beständig ist und auch nicht verrottet. Und wir wollten gerne diesen Rohstoff wieder zuführen einem höheren Gebrauch im Grunde genommen. Und dann sind wir irgendwann, oder Martin Klüsener, das ist der Designer, auf die Idee gekommen, dass man doch daraus Produkte machen könnte für den täglichen Gebrauch. Taschen, Portemonnaies, Gürtel, alles Mögliche. Was ist das bestverkaufteste Produkt im Moment? Oh, das kann ich so gar nicht aus dem Kopf heraus sagen. Ich kann sagen, was am besten geht auf den Feuerwehrveranstaltungen, weil für die bin ich hauptsächlich zuständig. Das ist der Gürtel und das Portemonnaie Fred. Bei uns hat alles einen Namen, also deswegen Fred ist das Portemonnaie und Bob ist der neue Gürtel, der eine richtige Schnalle mit Löchern hat. Die gehen im Moment auf den Feuerwehrveranstaltungen am besten. Wenn man nicht auf einer Feuerwehrveranstaltung ist, wo kann man die Produkte sonst noch kaufen? Einmal im Internet natürlich, wir haben eine Internetpräsenz, da ist auch das Besondere, da jedes Teil ein Unikat ist an sich, weil den Feuerwehrschlauch, das Stück gibt es ja nur einmal, aus dem das Produkt gefertigt ist, ist es so, dass es wirklich jedes Produkt, was man auf der Internetseite sich anguckt, dann auswählt und bestellt, das bekommt man auch. Also man genau das, was da abfotografiert ist, das bekommt man nachher auch. Dann haben wir eine ganze Menge Händler, also es gibt verschiedene Läden in der ganzen Bundesrepublik und auch europaweit, die einfach Ausschnitte aus unserem Sortiment verkaufen als Unterhändler und dann relativ viele Designmessen und Ähnliches sind wir vertreten, stellen das Produkt auch vor und auf Feuerwehrmessen sind wir mittlerweile auch seit geraumer Zeit. Wenn man sich heute ein neues Produkt kauft, macht man sich hauptsächlich über den Preis, aber auch über die Qualität so Gedanken. Bei der Feuerwehr ist es ja ganz wichtig, dass die Produkte Feuer aushalten, also sehr widerstandsfähig sind. Wie ist es bei den Produkten von euch? Also ich kann ja sagen, dass dieses Produkt im Grunde genommen eine Geschichte hat und auch eine Geschichte, in der es, sag ich mal so, Beanspruchungen ausgesetzt worden ist, die ein Lederportemonnaie oder ein Stück Leder nicht mitmacht. Das war vorher ein Teil einer Haut, sage ich jetzt mal so, die macht auch viel mit, aber die mechanischen Beanspruchungen an einen Schlauch sind doch höher. Innendruck, außen scharfe Kanten, ähnliches, dran ziehende Feuerwehrleute oder ähnliches. Also ich kann sagen, dass das Rohmaterial, aus dem wir die Produkte fertigen, sehr, sehr robust ist und wir legen einen sehr, sehr hohen Wert auf die Qualität der Nähte und ähnliches und haben sehr, sehr kleine Rücklaufquoten, was jetzt die Produktionsfehler anbelangt. Also ich kann sagen, ich denke, Lederportemonnaie müsste sich warm anziehen gegenüber unserem Schlauchportemonnaie. Also man kann mit Made in Germany rechnen, wenn man bei euch Produkte kauft? Auf jeden Fall. Für alle, die bei euch schon Kunde sind, wie sieht die Zukunft eures Unternehmens aus? Welchen Produktinnovationen kann man so in Zukunft rechnen? Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern und weiß, dass es eine neue Tasche gibt, wo schon einige Prototypen unterwegs waren in Köln. Ich war vor kurzem in Köln und habe schon angucken dürfen und meine Meinung dazu abgeben dürfen. Also das kommt. Und was auch immer sehr begehrt ist, wir haben die Lightlines. Das sind quasi unsere ganzen Produkte dann aus gelbem Feuerwehrschlauch. Da die aber noch relativ rar sind, weil die erst vor wenigen Jahren quasi in die Feuerwehren reingekommen sind und jetzt halt erst so langsam erster Müll in Anführungsstrichen entsteht, haben wir immer sukzessive, so ein bis zweimal im Jahr war es, glaube ich, die letzten Jahre, haben wir dann quasi Online-Verkäufe in Lightline. Und ich weiß, dass es im dritten Quartal nochmal eine Lightline-Produktion geben wird. Super. Für alle, die euer Unternehmen noch nicht kennen, was kann man über euer Unternehmen noch sagen? Das könnte man noch sagen. Es ist ein junges Unternehmen. Die zwei Köpfe, die dahinter stecken, sind großartige Menschen auch. Die Idee, dass man die Umwelt schützt und dabei gleichzeitig ein sehr cooles Produkt macht, finde ich gut. Außerdem kann ich jetzt persönlich noch sagen, als Bindeglied zwischen der Firma Feuerwehr an sich, die ja auch viel im Bereich Design und Ähnlichem macht, aber natürlich auch in Bezug zur Feuerwehr hat, neben dem Rohstoff, den sie verwenden, sehr, sehr viel im Feuerwehrsport tut. Und ich dafür eigentlich nur Danke sagen kann. Ich bedanke mich auch fürs Interview und wünsche noch viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Gerne.